Heublumendampf. Heublumendampf ist ein Heilmittel in der Pflanzenheilkunde und in der Naturheilkunde. Sebastian Kneipp hat Heublumen besonders wertgeschätzt. Er hat Heublumenpackungen, Heublumenwickel und auch Heublumenbäder angewendet. Und man kann auch Heublumendampf anwenden. Zum einen kann man Heublumendampf für die Inhalation verwenden. Man nimmt ein Gefäß mit Heublumen und gibt dort kochendes Wasser dazu. Dann gibt man dort die Nase darüber und atmet so den Heublumendampf ein. Das kann hilfreich sein bei Erkältungen, kann hilfreich sein auch gegen Heuschnupfen. Paradoxerweise sind zwar viele Menschen allergisch gegen Heublumen, also gegen die Blüten, aber wenn man sie als Heublumendampf zu sich einatmet, werden viele Allergien auch verschwinden. Eine andere Möglichkeit, Heublumendampf zu nutzen, wäre, diesen Heublumendampf vorsichtig aufsteigen zu lassen über eine betreffende Körperstelle. Wenn man zum Beispiel Fußgelenksprobleme hat oder Kniegelenksprobleme oder auch Hautprobleme, dann kann man schauen, vorsichtig Heublumendampf dort hinzugeben. Also man legt einfach den betreffenden Körperteil einen halben Meter über das Gefäß, wo der Heublumendampf aufsteigt, und so kann der Heublumendampf seine heilsame Wirkung haben.